Tanuki. Tanuki. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Part. Super Toy 3D. Ich bin nämlich wieder zurück. Und heute machen wir Vlogs. What the hell? Okay. Ach so, ich hab. Wann habe ich denn Screenshot gemacht? Hä? Okay, ich verstehe überhaupt nichts mehr, aber egal. Okay. Okay. So sieht das witzig aus. Okay, welches bei Blocks ganz links ist, bin ich gespannt. Danach haben wir Geschenk. Ich würde mal blind raten, Birthday oder Geburtstag generell. So. Außer Geburtstag heißt Birthday auf Englisch. Dann meine ich das. So. Habt ihr gesehen, wie schnell das war? Und ich habe jetzt mit zwei Fingern drauf getippt. Oh, das ist sogar das ganz linke, oder? Ja, ist sogar. Das sieht irgendwie mega geil aus. Das ist auch sehr geil. Wird, glaube ich, mein Lieblingsspielzeug aus Blocks. Wo wir gerade schon teilweise beim Thema Minecraft sind. Das war mit drei Fingern übrigens. Piep. Ich habe mir drei Minecraft-Figuren gekauft. Ein Villager. Ein Skelett. Und eine Hexe. Das sieht aus wie der Eisengolem auf Risch.
Das sind zwei verschiedene Teile. Deswegen kann ich mal das kurz vertauschen. Aber warum laggt das? Hallo, huhu. Sieht komisch aus. Das hier ist dann das Markenzeichen von ihm. So. Oder es geht nichts. Ich will das Projekt nicht abbrechen. Das war jetzt übrigens mit vier Fingern. Jetzt mache ich gleich noch mal mit fünf. Und ich mache so leichtes Zittern. Wie das einfach die Emotion umtauscht. Digga. Soll ich? LOL, als ob das wirklich Birthday ist. Ja, moin. So. Leggendes Spiel. Fast so schlimm wie Mario Maker 2 Online. Jetzt mit 5. Yo. Das ging einfach schneller kaputt. Als kaputt. Bruh. Erhalten, 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 erhalten. Brech gleich ab. Jetzt komplett aufgehangen oder wie? Halt doch's Maul. Ich will doch einfach nur noch mal ein Part aufnehmen. What the f ist das jetzt der epische und ich hab ihn? Glaube ich, ist oder so. Ich glaube, das ist so. Sein Markenzeichen ist eine Pizza. Und er hat einen Drei-Herz-Gürtel. Allerdings nur vorne. Ihr wisst schon, warum. Okay, ich hör auf. Das Eck sah irgendwie so aus wie Reptilien.
oder Tiere? Jetzt habe ich das ja noch normal gemacht. Gleich mache ich schnell. Sein Markenzeichen ist dieses Wappen. Witzig wäre, wenn sein Markenzeichen der Kussmund wäre, XD. Aber falls es den noch irgendwo gibt, Bruder, safe wird das dann das Markenzeichen. Oder das könnte auch so Eidechsen sein. Oder so. Jetzt mache ich mal super schnell. Jo, wie schnell war der zweite Teil denn? Das war ja wirklich fast geskippt. Sein Markenzeichen ist die Karte, aber er hat so eine Art Krawatte oder ein Lätzchen, fast sogar schon um. Hässlich. War auch schnell. Könnt ihr hiervon vielleicht sogar mal, wenn es geht, einen Speedrun machen? Bruder. Ihr Markenzeichen ist dieses Viech, was auch immer das ist. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? So. Soll ich for fun 46% nehmen? Weil ich glaube, das mit der kleinsten Prozentzahl ist das Epische. Kann das sein? Nee. Hä? Oder haben die es halt wirklich so programmiert? Dass man nur eins pro Tag kann. Das ist so ein Mundschutz. Damit keine Chemikalien etc. in seinen Mund kommen. XD. So, nur noch ein Egg. Und das ist Bandits. Dann haben wir den nächsten Part Birthday und Bandits. Also ich hätte persönlich sehr Bock darauf. Vor allem auf Bandits. So. Den Mund mache ich hier hin. Das hier ist das Markenzeichen. Soll ich for fun die Augen hier oben hin tun? Und hier so ein Reißverschluss. Das sieht so cursed aus. Aber irgendwie sieht der halt auch geil aus. Versteht ihr, was ich meine? Do you know what I mean? XD.
Ich könnte mir vorstellen, dass es. Das sieht aus wie ein Blumentopf. Pflanzen oder irgendwas mit Kochen. Ja. Dann würde ich sagen, ich beende somit hier diesen Part. Und würde mich freuen, wenn ihr den nächsten Part auch wieder einschaltet. Bis zum Part. Ciao, ciao, Kakao, du Lau und tschüss, Kakao, Sau.